Hey meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ein zweites Video heute kam ja Empire. Anscheinend hat die Abo-Box ein bisschen rumgebackt, ne? Also das haben anscheinend nicht alle gesehen. Wie dem auch sei, heute kommt eine Folge Empire und ich habe heute in der Empire-Folge gesagt, dass ich heute Abend ein Video zu Craft Attack machen werde. Infos, also Craft Attack, die fünfte Staffel schon. Infos, wann es startet, wer alles mitmacht und solche Sachen. Das wird jetzt auch kein langes Video, weil es gibt auch nicht so krass viel zu erzählen. Und zwar, ich hatte gestern auf Twitter gepostet. Bitte, bevor wir erstmal zu Craft Attack kommen, wollte ich noch eine Sache sagen. Und zwar organisatorisches. Wollt ihr Merch von mir haben? Bitte, ich arbeite sowieso schon an Merchandise. Nur ich will halt wissen, wie viel Nachfrage denn besteht. Wenn ihr an Merchandise interessiert seid, dann schreibt einfach Hashtag Patrick Merch oder sowas ähnliches halt in die Kommentare. Dann schaue ich mir das auf jeden Fall an. Und noch eine Sache, und zwar, ich bin auf der Suche nach jemanden, nach einem talentierten Zeichner, der am besten sogar auch digital zeichnet. Oder wenn ihr jemanden kennt, der das gut kann, dann schreibt mir einfach, wie könnt ihr mich am besten kontaktieren, ist die Frage. Bitte, im Hintergrund kann es sein, dass ein Gameplay von Craft Attack 4 läuft, irgendwie so ein Video, nur wegen Nostalgie und so habe ich das dann reingetan. Genau, ich erstelle einfach eine E-Mail. Und zwar, ich nenne die E-Mail. E-Mail kostenlos erstellen. Machen wir schnell eine E-Mail. So. Die E-Mail wird hier eingeblendet. Und zwar, okay, die E-Mail ist patrick.sucht.zeichner@web.de. Ich blende die einfach hier ein. Da schickt ihr, wenn ihr jemanden kennt, also wenn ihr selber zeichnet, einfach Beispiele von euren Zeichnungen, damit ich mir ein Bild von eurem Stil machen kann. Oder wenn ihr jemanden kennt, dann zeigt ihm einfach das Video und dann wird er Bescheid wissen. Ich brauche einen Zeichner halt für ein neues Profilbild, eventuell einen neuen Banner und Twitch-Emotes. Das ist halt die Sache. Ihr könnt, wie gesagt, schon mal was vorzeichnen. Also es ist wichtig, dass ich will einen Kaktus haben. Er fusioniert mit mir, ist irgendwie sowas als Profilbild. Ist ja auch egal. Craft Attack 5 steht in den Startlöchern eigentlich so gut wie vor der Tür. Ich hatte gestern einen Tweet verfasst und da musste ich mich kurz entschuldigen. Und zwar habe ich einen Tweet verpasst, der auch relativ viel Reichweite bekommen hat. Und zwar habe ich geschrieben, dass Craft Attack, dass die erste Folge am 11.11. kommt. Das wäre dann quasi ein Samstag, also diesen Samstag. Stimmt zwar nicht, stimmt nicht. Die Folge kommt am 10.11. tatsächlich. Ich habe mich vertan, ich habe mich auch dann auf Twitter korrigiert. So, diesen Freitag kommt dann die erste Folge. Ab 12 Uhr dürfen wir, wie ich mitbekommen habe, hochladen. Ich weiß aber nicht, ich sag mal so, ich lade meine Folge, ja, ich glaube, ich lade auch um 12 Uhr. Freitag, 12 Uhr, Freunde, stell schnell Wecker. Craft Attack 5, die erste Folge. Wer macht mit? Und solche Sachen komme ich jetzt dazu. Die Sache ist die, dass ich, also freut euch überhaupt auf Craft Attack? Kann ja sein, dass ihr jetzt das Video anklickt und denkt so, weiß nicht. Ich freue mich persönlich sehr aus dem Grund, Empire war ein schönes Projekt, also ging auch recht lange und es war eigentlich ein schönes Projekt. Der Unterschied aber zu Craft Attack ist, klar, wir haben keine Mod, aber bei Craft Attack ist ein Tod mehr, ein Tod in Craft Attack fühlt sich schlimmer an als in Empire, weil in Craft Attack verliert man seine Items und muss dann wieder um seine Items kämpfen, die zurückzubekommen und dann fängt dann dieser Trollkrieg an, dass man sich gegenseitig Sachen kaputt macht und man kommt eigentlich nie auf einen Nenner und das gefällt mir einfach, das ist einfach real. Also alles da, was passiert, ist einfach so mega real und eins vorweg, es wird auf jeden Fall Oldschool Craft Attack. Also es wird nicht geroleplayed, wie in Empire. Also es ist auch alles, im Empire ist ja sehr vieles im Foreigners geplant, wie wir unsere Rollen einnehmen. Und Craft Attack wird einfach gemacht. Wir überlegen uns nicht vor, wie was wir was machen, sondern wir machen einfach ganz normales Oldschool Minecraft zocken. Und wenn uns dann was stört und wenn wir uns auf die Nerven gehen, dann gehen wir uns halt auf die Nerven. Da werden auch Beleidigungen fliegen tatsächlich. Und ja. Ich werde dann auf jeden Fall versuchen, ich habe letztes Jahr auch relativ aktiv auf Twitch gestreamt, Craft Attack, aber ich will noch einen Step höher gehen und noch aktiver streamen. Und zwar, ich weiß nicht, jeden Tag schaue ich nicht, ist einfach so, aber die Woche hat 7 Tage und 5 Tage, also von Montag bis Freitag, und bis will ich auch gerne am Wochenende streamen. Also 5 Tage in der Woche möchte ich streamen. Frage, welche Uhrzeit und so, das werde ich dann in der ersten Folge auch bekannt geben bei mir, wie ich das so geplant haben möchte. Da werde ich auf jeden Fall die nächsten Tage viel zu tun haben, da ich meinen Stream-Kanal, also falls ihr mir noch nicht auf Twitch folgt, ich werde auf YouTube vielleicht einmal streamen, Craft Attack aus Test, aber ich werde das ganzen Livestreams von Craft Attack, da wir ja so offscreen zocken dürfen, werde ich auch stundenlang streamen, werden auf Twitch kommen, also twitch.tv/PedroLP. Das wird auf jeden Fall auch kommen. Am 10.11. kommt die Folge und am 11.11. ist es uns dann auch erlaubt zu livestreamen. Also am 10.11. wird keiner von uns livestreamen dürfen. Wer macht mit? Eigentlich, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich kann jetzt, brauche jetzt keinen Namen nennen, aber an sich ist die Gruppe wie letztes Mal identisch.
Wir haben einen neuen Mitstreiter, den ihr auch kennt. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, also raten, wer das sein könnte. Die Welt sehe ich auch hier, darf ich auch, glaube ich, nicht zeigen. Ist wieder eine Amplify World, also eine mit vielen Bergen. Aber ich darf nichts zeigen, aber ich sag mal so, es ist vom Stil her etwas, was wir vom noch nicht hatten als Startgebiet. Sieht sehr, hat so eine Thematik von ausgestorben Ödland, würde ich sagen. Und das Coole daran ist, sieht auch mega cool aus, sehe ich hier gerade ein paar Bilder. Das ist ja auch mega passt, wenn wir dann in so ein Ödland kommen und dann das einfach aufbauen. Sieht sehr cool aus, die Berge sehen krass aus. Warum wir auch, für Leute, die nicht wissen, warum wir immer bei Crafting eine Amplified World nehmen. Erstens ist es schöner, zweitens ist die Chance zu sterben einfach viel höher und es sieht einfach geiler aus und es ist einfach cooler als so eine normale. Was wollte ich sagen? Starttermin hatten wir, Livestream hatten wir, Teilnehmer hatten wir auch. Es wird auf jeden Fall jeden Tag eine Folge kommen. Es wird viel Livestreams kommen und ich hoffe, ihr freut euch. Wenn ihr euch freut, dann lasst doch einfach einen Daumen da oben da. Bisschen flexen. Ich bin jetzt in der... Oh, man hat die Ader gesehen. Nein, hat man nicht. Ich bin jetzt in der 4. Woche Training. Fängt die 5. Woche an. Und wenn ihr einen Trainingsvlog haben wollt, demnächst dann schreibt mal in die Kommentare, lasst einen Daumen da oben da. Ich bin noch voller Lappen, aber das kann sich ja ändern, ne? Wie gesagt, bin ich sehr freut. Und in diesem Sinne, haut rein, schönen Abend noch. Und ich freue mich auf die gemeinsame Craft-Deck-Zeit. Und ich freue mich auf jeden Fall. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und...